shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Da bin ich wieder. Und damit ein fettes Metal in die Gruppe. Wie mir zuletzt aufgefallen ist, hat nicht nur der Drache ziemlich nice Hater, sondern auch der Alpha Kevin. Das Problem ist nur, dass bei mir Attila Hildmann Fans dahinter stecken und das halt eine Gruppe voller Verschwörungstheoretiker ist, die gerade gegen mich hetzen. Warum können mich nicht einfach mal Menschen haten, die über einen normalen Menschenverstand verfügen? Das geht doch nicht. Auf jeden Fall hatte ich ja schon letztens erst ein Video zu sehr dummen Kommentaren gemacht, die gegen mich geschrieben wurden, und ich möchte mit diesem Video jetzt nochmal dran anknüpfen, denn es wurden noch weitere sehr sinnvolle Kommentare geschrieben. Kappa. Denn was ich bis zum letzten Video selbst noch nicht wusste, war, dass es eine Diskussionsgruppe gibt, die über mich ganz wild abgelästert hat. Und ich möchte natürlich euch diese Kommentare nicht vorenthalten, deswegen mache ich auch ein Video daraus. Und hier haben wir auch schon wieder ein sehr, sehr großes Problem. Diese Kommentare, die wir uns gleich angucken werden, das kommt von einer Gruppe von Erwachsenen, die theoretisch auch meine Großeltern sein könnten. Mit dem Unterschied, dass diese Menschen, die dort reingeschrieben haben, sehr dumm und verzweifelt sind. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und deshalb zeige ich euch jetzt ein paar ganz wilde Hater. Los geht's. So ein Jungspund ist doch eher lächerlich. Einfach ignorieren. Desto mehr Feinde, desto mehr Ehre. Was, Bruder? Okay, also je mehr Feinde man hat, desto ehrenvoller ist man. Ja gut, also ist scheinbar laut dir jeder Terrorist auch irgendwo ein Ehrenmann, weil der auch viele Feinde hat, oder wie? Also logisch betrachtet ist unsere liebe Waldgängerin ziemlich lost unterwegs. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich erwarte halt auch gar nichts von diesen ganzen Attila-Fan-Gruppierungen. Weiter unten schreibt dann: Mister, was geht Sie das an? Nice Name auf jeden Fall. Ich schwöre, SpongeBob Beste. Diese kleinen Kiddies haben doch immer nur eine große Fresse, aber nur im Internet. Große Schnauze, nichts dahinter. Die Frage ist: Was geht? Zieh das an! Hätte ich geballert, Bruder. Harley Quinn kommentierte dann übrigens noch diesen Kommentar mit dieser großen Schnauze. Sie schrieb nämlich dazu: Klar, da stehen Sie ja unter Schutz des Verfassungsschutzes und bei Mama und Papa noch zu Hause sich schön den Arsch abwischen lassen, den hat man auf den Schulhof gerne das Pausenbrot weggenommen, damit sie was zu petzen hatten bei Lehrer Ast und Direktor Schaf. Also Gott sei Dank war ich immerhin im Deutschunterricht anwesend, im Gegensatz zu dieser Person. Alter, so viel Klein- und Großschreibfehler und das ohne Satzzeichen, das tut mächtig weh, wirklich. Also Real Talk, das hier sollte auf jeden Fall ein negativ Beispiel dafür sein, dass es nicht gut ist, die Schule abzubrechen. Endet bitte niemals so wie Harley. Ach, und jetzt nochmal ganz kurz zum Inhalt, sonst werde ich wieder von dieser Gruppe gerantet. Ich persönlich lebe sogar mit meiner Freundin in einer eigenen Wohnung, die wir sogar selbst finanzieren, ohne Mama und Papa. Ob ihr es glaubt oder nicht. Deshalb kann mir leider nur meine Freundin hier den Arsch abwischen. Aber ich meine, wenn ich jetzt mal meine Eltern ganz lieb frage, dann können sie mir vielleicht auch noch den Arsch abwischen. Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Und was ist jetzt eigentlich daran so verwerflich, jemanden zu verpetzen, der einem das Pausenbrot wegnimmt? Ich meine, wenn man bei euch einbricht, dann ruft ihr doch wahrscheinlich auch die Polizei, oder? Ach nee, stimmt ja, die Polizei, die arbeitet ja für die Firma BRD. Du Keck, Digga. Kleiner Pisswichser, Bohnenstange, mieses Kommentar wurde da gelassen und thumb down. Oh shit, jetzt hast es mir aber mächtig gegeben, Junge. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt nach einer neuen Arbeit umschauen müssen. Haha, wenn ich den Lappen irgendwo auf der Straße sehe, bekommt er einen Schwinger in sein genderneutrales Milchbubi-Gesicht. Anfangs dachte ich, dass er das wirklich mit ernsthaften Gedanken geschrieben hat, dann habe ich mir aber noch folgende Sprachnachricht angehört. Ich hoffe, dass von diesem YouTube-Bastard seine Mutter gefiert. Ich würde jetzt echt gern was gegen diese Sprachnachricht sagen, aber ich lege mich echt nicht mit geistig Behinderten an, weil die können halt meistens nichts dafür. Das wird nochmal nach seiner Mama schreien, dieses Muttersöhnchen. Der weiß noch nicht einmal, dass hier schon ein Krieg voll im Gange ist. Alter, da kann echt keinen geraden Satz schreiben. Shit, Mann. Auch hat er keine Ahnung von Chemtrails und Harp, von der NWO und den Great Reset. Auch null Ahnung. Hoffentlich hat er schon die zwei Giftspritzen. Was muss ich da noch sagen? Das ist doch eine Sauerei, die Penner. Das sehe ich genauso. Es ist halt einfach auch respektlos, über mein Wissen zu urteilen, obwohl man mich noch nicht mal kennt. Übrigens hatte ich in meinem Video zu Attila Hildmann keine Silbe davon erwähnt, über den NWO, über den Krieg oder über den Great Reset. Also wie willst du wissen, wie ich eigentlich dazu stehe? Da mir mein Großhirn aber sagt, dass alles richtig ist, was die Leute als Lüge bezeichnen, finde ich tatsächlich deren genannte Dinge trotzdem richtig dumm. Du Pisser, wenn er hören würde zum Beispiel, dass Kinder werden, ihr gequältes Blut getrunken wird von bekannten Persönlichkeiten, würde er es auch nicht glauben. Er hat noch einen langen, steinigen Weg vor sich. Das muss ja wirklich sehr schlimm sein. Also Real Talk, dieser Kommentar ist wirklich mit der dümmste Kommentar, den ich bisher gesehen habe. Und auch dieses Adrenochrom-Thema. Junge, wer glaubt denn an so eine Scheiße? Also bei denen ist ernsthaft jeder, der auch nur ein bisschen Macht hat, einer, der automatisch auch Kinderblut trinkt, um irgendwie zur Elite zu gehören. Und das Ding ist halt wirklich, die meinen das auch noch ernst. Die denken wirklich, dass mächtige Menschen Kinderblut trinken. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr habt ein kleines Unternehmen. Dieses Unternehmen wächst rasant und irgendwann seid ihr richtig mächtig und habt wirklich Milliarden an Euro. Würdet ihr
ihr dann Kinderblut trinken, weil ihr jetzt mächtig seid? Das Ding ist, dass diese Menschen, die daran glauben, mir wirklich schon teilweise leid tun, weil die einfach nur Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildmann oder auch Xavier Naidoo blind hinterherrennen und dadurch komplett geblendet sind. Also schreibt jetzt ein F in den Chat für die gefallenen Brüder und Schwestern, die an so eine Scheiße glauben. Und dieses F steht unter anderem auch dafür, dass wir für die Dummen auch mal einstehen und auch mal zeigen können, dass wir solidarisch für sie da sind. Okay. Das ist ja klar, die Sklaverei ist mental. Die Menschen wurden durch die Schulen zu Sklaven gezüchtet. Ein Sklave verteidigt seinen Herren um jeden Preis. Die Deutschen kann man nicht befreien. Sie würden sich immer an die Sklaverei klammern. Die Menschen können sich nur in sich selbst befreien, indem sie erkennen, dass Freiheit ist, was sie selbst sind. Welch angenehme Poesie von dem werten Herrn. Ich frage mich bei solchen Dingen halt immer ernsthaft, ob diese Menschen überhaupt irgendwie arbeiten oder was deren Konzept in ihrem Leben ist. Denn wenn man ja arbeitet, dann ist man ja automatisch auch systemtreu und dann ist man ja sozusagen auch ein Sklave des Systems. Und das ist ja ganz dolle schlimm. Also sind das jetzt alles Leute, die auf der Straße leben, die mir da gerade die Nachrichten geschrieben haben? Weil ich meine, die wollen ja keine Sklaven vom Staat sein. Dementsprechend dürfen sie ja den Staat auch nicht unterstützen in Hinsicht von Steuern, von GEZ-Gebühren und so weiter. Also würde mich wirklich mal interessieren, wie deren Leben so aussieht. Dieser Bastard, im Leben noch nicht für 5 Euro körperlich gearbeitet und im YouTube große linke Reden schwingen, um Klicks und Abonnenten zu generieren. Absoluter Abschaum. In Großdeutschland hätte man ihm heute noch die Tür eingetreten. Sie sind geistig behindert. Nein, also ernsthaft, der Typ hat wirklich gelitten. Tatsächlich bin ich handwerklich jetzt nicht wirklich so krass begabt und deshalb gehe ich auch einem sozialen Beruf hinterher. Dementsprechend ist meine körperliche Anstrengung bei meiner Arbeit jetzt nicht unbedingt die größte gewesen. Ich persönlich bin ja sogar Erzieher und habe auch schon mittlerweile gearbeitet als Erzieher und habe da sogar mehr als 5 Euro pro Stunde bekommen. Das ist ja insane und mit 2 Ausbildungsabschlüssen habe ich wahrscheinlich sogar schon mehr erreicht als die Person. Des Weiteren wird es mich echt mal interessieren, warum der Typ eigentlich YouTube schreibt. Kann es sein, dass diese Gruppe vor allem auch unter anderem aus Antisemiten besteht? Mir kommt das nämlich komischerweise so vor. Also für die Kleinen unter euch, die jetzt vielleicht in Geschichte das ganze Thema mit Antisemitismus noch nicht dran haben. Antisemitismus bedeutet sowas wie Judenhass. Denn ich habe nämlich in dieser Diskussionsgruppe auch noch folgenden Kommentar lesen dürfen. Ich hasse die System-Kevins. Mal schauen, wie die rumheulen, wenn die Juden ihren Geldhahn abdrehen. Die sind völlig abhängig von YouTube und verblöden die nächsten Generationen für Geld, während sie inhaltslose Reaktionsvideos auf Reaktionsvideos machen, bis es völlig absurde 3- bis 5-fache Reaktionen werden und dieselbe Anzahl an Einblendungen von ihren Webcams drauf sind und es nur noch völlig wahnsinnig wirkt. Normalerweise komprimieren Menschen Informationen, aber die Jews von YouTube brauchen das anscheinend nicht und ziehen jedes unkomplexe Thema unnötig in die Länge für ihr Judengold. Excuse me, what the fuck? Was zum Teufel habe ich da gerade gelesen? Also sind wir YouTuber jetzt automatisch alles Juden, weil wir das große Geld sehen, um mehr Macht zu bekommen? Junge, dir ist wirklich absolut nicht mehr zu helfen. Also da bringt selbst der beste Therapeut nichts mehr. Gibt es jetzt ernsthaft immer noch Menschen, die offen darüber kommunizieren, dass Juden an allem schuld sind und sie über uns herrschen und das vor allem auf YouTube? Wie beschränkt muss man sein, um sowas schreiben zu können, nach dem, was die Nazis alles damals getan haben? Es ist schlichtweg widerlich, sowas heute noch sehen zu müssen, wo wir doch eigentlich aus so einer grausamen Geschichte und auch grausamen Vergangenheit lernen sollten. Er schrieb dann übrigens noch Folgendes. Kleiner Junge, die sind doch fast alle volljährig. Die sehen wegen ihrem Medienkonsum nur wie Kinder aus, aber die haben selbst schon teils Kinder. Außerdem verdienen die um die 50.000 Euro im Monat für ihr Judenprogramm. Hört endlich auf, die Juden in Schutz zu nehmen oder ihr selbst löst größere Gegenreaktionen aus. Warum hältst du dich einfach die Fresse? Nein, aber mal im Ernst, wie kommt man auf so eine extrem rechtsradikale Scheiße? Das ist immer noch grausam zu lesen, dass eine Religion heute noch an den Pranger gestellt wird, obwohl wir eigentlich in der heutigen Zeit kaum negative Erfahrungen mit Juden gemacht haben. Oder hatte zufälligerweise jemand von euch schon mal ganz schlimme Erfahrungen mit Juden gemacht? Gut, Chio vielleicht, der wurde von SpongeBoss auch komplett niedergeschmettert, aber das war's dann auch. Ich bin ehrlich entsetzt, dass heute noch Menschen existieren, die entweder die Geschichte ausgeblendet haben oder ihre Gewaltfantasien unbedingt ausleben möchten. Und irgendwelche Feindbilder braucht man ja dafür. Und dafür ist ja diese Religion aufgrund dieser Geschichte ja perfekt für diese Leute. Ey, es macht mich wirklich krank, über sowas überhaupt reden zu müssen. Ich habe übrigens auch nochmal einen Tweet geteilt, in dem ich nochmal aufmerksam gemacht habe, dass Antisemitismus ja scheinbar immer noch ein großes Thema ist. Und nur mal so, jüdische Menschen haben mir daraufhin privat geschrieben, dass sie sich selber nicht mal trauen, bekannt zu geben, dass sie Juden sind, weil sie früher schon dadurch in der Schule fertig gemacht wurden. Umso mehr sollten wir gerade bei solchen Dingen nicht wegblicken und auch zeigen, dass wir nicht so intolerant sind wie diese rechtsextremen Vollidioten, die immer noch denken, sie könnten über irgendwelche Religion urteilen. Und genau deshalb habe ich auch so ein starkes Problem mit Attila Hildmann und seinen Anhängern, denn er hat zum Beispiel unter anderem auch den Holocaust geleugnet. Und by the way, solche Leute wie Attila Hildmann oder auch seine Anhänger, die wollen natürlich auch Leuten wie den Juden alles in die Schuhe schieben, damit man damit halt wieder ein Feindbild erzeugen kann. Und das ist einfach nur traurig und extrem gefährlich. Kein Wunder, warum der gerade im Exil lebt, wenn er so eine Scheiße labert. Hört doch endlich auf, Menschen aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Herkunft zu beurteilen. Was gibt euch das Recht, sowas zu machen? Ich meine, wenn ein Muslim eine Straftat begeht, bedeutet das nicht, dass alle Muslime automatisch schlecht sind oder auch Straftäter sind. Das gleiche gilt auch für die Herkunft. Wenn jetzt ein Syrer irgendeine Straftat in Deutschland begeht,
heißt es nicht, dass alle Syrer automatisch Straftäter sind. Wir Deutschen begehen hier unter anderem auch Straftaten. Komischerweise habe ich noch nie von einem Deutschen gehört, dass Deutsche deswegen automatisch schlechte Menschen sind oder Straftäter sind. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet und die Meinungen immer radikaler werden. Und genau deswegen bitte ich euch, wenn ihr sowas seht, kommentiert es öffentlich, kritisiert es auch öffentlich, denn keiner hat es verdient, aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Kultur oder seiner Herkunft irgendwie abgestempelt zu werden, wofür er teilweise noch nicht mal was kann. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu den Anhängern von Attila Hildmann steht und auch wie ihr generell zu Attila Hildmann steht, würde mich wirklich mal interessieren. Und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, lese ich euch noch einen sehr unlustigen Witz von euch vor. Schlechter Witz. Wie nennt man einen wütenden Delfin? Ausflipper. Okay, also der war wirklich echt nicht gut. Also nicht mal ansatzweise. Was ihr aber machen könnt, damit es uns allen jetzt wieder gut geht, ihr könnt gerne mal auf meinen Discord-Server joinen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Das wäre ganz, ganz wichtig. Denn dort haue ich immer die aktuellsten Informationen raus. Und ihr könnt übrigens auch in diesem Discord-Chat miteinander schreiben und gegen andere abranten. Habe ich kein Problem mit. Von daher kommt da drauf. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stechchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und Tschüssikowski. Hallo, ich liebe Sie.